ait kaldım yüzüne. Muhtacım inan senin bir tek sözüne. Yalarsam ağlasam kapansam dizine. Döner miyiz yine eski günlere? Vicdanşahin Özerdem muss sofort nach Deutschland zu ihrer Familie zurück. Frau Vicdan Özerdem, geboren am 30.05.1970 in Istanbul, Türkei, lebt seit ca. 8 Jahren mit ihrem Mann und ihrem 7-jährigen Sohn in Mainz. Vicdan ist als Konventionsflüchtling anerkannt und im Besitz einer Niederlassungserlaubnis in Deutschland. Seit 25. Juli 2012 ist Vicdanşahin Özerdem in Kroatien in Auslieferungshaft. Sie wurde während ihres Sommerurlaubs von der kroatischen Polizei aufgrund eines Interpol-Haftbefehls festgenommen und in Dubrovnik ins Gefängnis gebracht. Am 20.08.2012 ist Vicdan im Gefängnis Dubrovnik zusammengebrochen und in das Haftkrankenhaus in Zagreb verlegt worden. Seit ihrer Inhaftierung hat Vicdan 15 Kilo an Gewicht verloren. Sie konnte zuletzt nicht mehr laufen und kann kaum noch sprechen. Vicdan war in der Türkei wegen ihrer regimekritischen journalistischen Tätigkeit 10 Jahre in Haft. Vicdan hat damals an dem 186 Tage andauernden Hungerstreik für menschenwürdige Haftbedingungen in den türkischen Gefängnissen teilgenommen, auch bekannt als Todesfasten. Dieser Hungerstreik der Gefangenen wurde durch den türkischen Staat mit der Operation Zurück ins Leben mit Gewalteinsatz zerschlagen. Am 31.08.2012 wurde von der Türkei ein Auslieferungsantrag gestellt. Am 14.09. hat das Gericht in Dubrovnik beschlossen, Vicdan auszuliefern. Dank der großen Solidarität mit Vicdan wurde sie am 17.09.2012 aus dem Haftkrankenhaus in Hausarrest entlassen. Vicdan ist immer noch nicht frei. Sie muss sich täglich bei der zuständigen Behörde in Zagreb melden. Sie darf nicht aus Kroatien ausreisen. Sie steht so lange unter Arrest, bis das Revisionsverfahren abgeschlossen ist. Was die höhere Instanz entscheiden wird, ist ungewiss. Vicdan ist nach wie vor von einer Auslieferung in die Türkei bedroht. Deshalb fordern wir die kroatische Regierung auf, Frau Vicdanşahin Özerdem sofort nach Deutschland nach Hause ausreisen zu lassen. Vicdanşahin Özerdem darf nicht in die Türkei ausgeliefert werden. Sie wurde hier in Mainz als Flüchtling anerkannt. Es wurde ein Abschiebeschutz bejaht. Das heißt, wenn das Verwaltungsgericht, was sicherlich nicht sehr großzügig ist mit anerkennenden Entscheidungen, zu einer solchen Entscheidung kommt und wenn das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, wie es damals noch hieß, nicht dagegen vorgeht, dann dürfen wir davon ausgehen, dass wirklich genügend Gründe dafür da sind, dass sie auf keinen Fall in die Türkei verbracht werden kann, weil ihr da, wie das Verwaltungsgericht entsprechend festgestellt hat, das Allerschlimmste droht. Und deshalb brauchen wir die Unterstützung dafür, dass sie nicht in Lebensgefahr gebracht wird durch die Verbringung in die Türkei. Es ist nicht legitim, wenn man abschiebt in einen Staat, der diejenigen Personen, die sich politisch engagieren, dann einsperrt, ins Gefängnis quält und ihnen viele intensive Schmerzen verursacht. Es ist nicht legitim, wenn man einen Folterstaat abschiebt, und die Türkei ist bekannt als ein Staat, der Gefangene und Inhaftierte foltert. Es ist nicht legitim, einen Flüchtling wieder dorthin zurückzuschicken, wo er keinen Schutz hat, sondern wo er verfolgt wird. Wir bitten deshalb auch unseren Oberbürgermeister der Stadt Mainz und auch unsere Landesregierung, dass sie nicht nachlassen in dem Bemühen, Vicdan wieder hier nach Rheinland-Pfalz und wieder hier nach Mainz zurückzuführen, dass sie in Freiheit leben kann. Vielen Dank. Freiheit für Vicdan.